Der Puls Classic 90 mit Maxi Chassi. Der Marco ist hier, der wird uns alles mal ein bisschen erzählen. Tolles Fahrzeug, 2021. Genau, 2021. Puls Classic auch wieder ein 90 Jahre Modell. Power steht drauf, 160 PS. Genau, 160 PS ja, mit Maxi Chassis. Maxi heißt? Ja, 4,25 Tonnen. Okay, das heißt, ich brauche den C1, C1E oder CE oder C, den etwas größeren. Man kann den nachmachen, wenn man den nicht hat. Das ist gar nicht so schwer, ist auch gar nicht so teuer. Also das heißt, also den C1 zu machen, hält sich in Grenzen, muss man ja nicht machen mit Anhänger. Geht auch ohne, wenn man nicht gerade die Deichsel rückwärts einpacken will. Genau, können wir in einem Jahr nochmal drüber reden. Ist bei mir nämlich genau der Fall. Ich bin 83 geboren. Und dann hat man so einen Führerschein leider nicht mehr. Schade, oder? Ja, wir machen den mal irgendwann nach, wenn wir Zeit haben, wollen wir das mal machen. Ja. Das sagt man. Das heißt, der Vorteil ist natürlich, die Zuladung ist hier gigantisch. Ich kann viel mehr mitnehmen. Ja, und bei dem Fahrzeug ist auch so, der ist sehr gut ausgestattet. Da muss man schon fast zu den 4,25 Tonnen gehen. Ne? Sieht man, ne? Die Alufelgen sind da ein bisschen anders. Traglast höher von den Reifen. So, und dann sind hier vorne, die Fenster sind auch bündig. Genau, auch Rahmenfenster. Dann hier ist das Fahrerhaus, mach mal auf. Kurz mal reinschauen. Auch hier mit der Neugang Automatik, ein Riesen-Navi drin. Genau, das ist hier in dem 90-Jahre-Paket dann schon mit dabei. Das ist zwar ein aufpreispflichtiges Paket, ne, aber da gibt es halt eben wieder auch zwei Versionen mit und ohne Klima. Ganz schick gemacht. Die Verdunklung ist von Remis direkt eingebaut. Genau, direkt von Remis. Das könnten wir es auch mal schön zeigen, wenn wir mal hier auch dran kommen. So, die geht auch mehr als zweimal auf und zu. Geht auch mehr als zweimal, ja. Immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja. So, 1, 2, 3, 4 Fenster an der Seite. Hier ist die Toilette. Das Gasfach diesmal etwas servicefreundlicher. Wie ich schon sehe, da ist die Toilette. Genau, wieder Toilette. Und da ist das Gasfach. Diesmal nebeneinander. Genau. Und ja, zum Einladen viel besser, oder? Genau, ja, hier ist ein echt super. Ne? Wenn man jetzt noch einen Auszug hätte, dann wäre es perfekt, aber den kann man sich auch noch. Ja, den brauchst du dann wirklich nicht mehr. Nee. Also einen Auszug hier rein, das wäre noch nett. Aber du hast gar keine Ladekante mehr, du schnallst das Ding an, fertig. Dann hier auch eine ganz andere Verschlusstechnik wie bei den großen. Genau, muss man auch noch einmal mit dem Schlüssel aufschließen, aber halt eben nur an einer Stelle. Zentral, also ich habe zwei Verriegelungspunkte, die mit einem Schlüssel dann geschlossen werden. Dann eine andere Optik im Heck, also nicht die Standardoptik, die wir gesehen haben eben bei dem Detlefs, die auf der rechten Seite ist, sondern eine etwas elegantere. Gut, das ist natürlich Geschmackssache, aber die ist schon etwas automotiver. Genau, und auch nochmal die neue Heckpartie. Hier gäbe es noch optional dann auch nochmal eine Kamera unten in der Höhe vom Nummernschild. Das hat das Fahrzeug jetzt aber nicht. Hier oben kann ich, achso, die ist schon drin. Genau, da ist einer drin, ja. Aber es gäbe noch eine zweite unten, optional. So, 90 Pulse Classic. Und so sieht dann die Heckleuchte aus. Genau, ich mach mal hier auf. Dann mache ich auch noch kurz den Strom schon mal an. Also mach mal Strom an, das ist die Ladekante. Große Heckgarage, 150 Kilogramm. Beleuchtet, beheizt, ein Ausströmer drin. Genau, haben wir nämlich schön hier das Lichtband drin. 230 Volt Steckdose wieder, ein Ausströmer von der Heizung. Ganz schick. So, dann eine andere Optik hinten. Die ist nicht ganz schräg abfallend, wie man das vorher kennt, sondern etwas dynamischer gezeichnet. Hier an der Seite sieht man ja, dass es auch anders geht. Ja. Sieht schon teurer aus. Ist das wahrscheinlich ein bisschen teurer, oder? Wie die anderen? Ja, jetzt so wie das Fahrzeug hier steht, liegt er jetzt bei 81. Ist es in dem Fall dem Seniorchef sein Fahrzeug? Dem Seniorchef? Dem Seniorchef sein Fahrzeug. Das klingt ganz schön alt. Nee, so alt ist er nicht. Der Senior. So, der hat den jetzt gefahren wie lange?
Ne, der ist neu, der ist jetzt erst gekommen. Der ist für ihn. Jetzt tatsächlich erste eigene Reisemobil, sonst auch immer hier mit Mietfahrzeugen unterwegs. Ja. So, also quasi auf ihn zugelassen im Moment. Genau. Machen wir auf. Große Aufbautür. Kriegen wir aber auch nochmal fürs Lager rein. Also auch ein beliebter Grundriss. Gab es letztes Jahr das erste Mal in den Puls Classic. Ist dann im Prinzip die Puls-Version mit klassischen Schränken. Das ist schon schön. Hier kleiner Schuhschrank hier unten. Genau, kleiner Schuhschrank. Naja, groß. Größer als ich dachte. Dann der Fernseher zum Drehen, der könnte auch noch größer sein, wie ich sehe. Da ist jetzt ein 22 Zoll drauf, aber da könnte auch ein 32er drauf. Genau, der passt auch noch hin, ja. Dann hier die Schalter an der richtigen Stelle, eine große Leiste zum Festhalten. Da ist die elektrische Treppe, geh mal hoch. Mach mal das Fliegengitter zu. Das mal gerade zeigen. Außen die Lampe, wenn du die mal anmachst. Jetzt ist schon ein bisschen dunkler, jetzt sieht man es ganz gut. Das ist hier oben. Hier die, ne? Da ist sie, ja, ist an. So, da ist also die Beleuchtung integriert. Komme ich mal rein. Ja, es ist doch eine ganz andere Optik wie das, was wir bisher gesehen haben. Aber jetzt 80 ist es 160.000 Mark. Für Leute, die noch in D-Mark rechnen, das ist schon eine Stange Geld. Aber das Raumgefühl hier drin mit dieser gegenüberliegenden Sitzgruppe im Neudeutsch Face to Face. Das ist schon richtig toll. Genau, also sehr schön. Viele Kunden sagen immer, sie führen, also hätten sich auf Anhieb wohl gefühlt, wenn sie hier reinkommen. Und ich finde die jetzt auch die Wohnwelt nochmal mit diesem Kunstleder so teil abgesetzt. Sieht nochmal schicker aus wie letztes Jahr. Also wirklich sehr gelungen. Ja, auch hier der Tisch ist komplett benutzbar, auch im eingeklappten Zustand. Trotzdem kann ich prima durchgehen. Auf Toilette oder wie auch immer. Genau, ich kann ihn hier komplett verschieben. Halt so ist er aufgeklappt. Erst muss man hier die Stütze rausziehen. Da hat es Unterstützung. Dann habe ich einen ganz großen Tisch. Wenn ich ihn aber nicht brauche, so zum Kaffee trinken, kann ich ihn einfach wieder einklappen. Mach mal. Genau, einfach wieder einklappen. In die Ecke schieben. So, dann hier oben diese wahnsinnige Betonoptik, die also so das Altbackene ein bisschen wegmacht, dass man sieht, wenn du mal gerade den Sitz drehst, vorne im Fahrersitz, das Cockpit zeige ich dabei mal kurz. Sieht so aus. Ja, Marco, du bist schnell. Der schnellste Sitzdreher, den wir hatten. So, wenn man den Sitz auch mal sieht. So ein Teilleder. Genau. Setz dich mal rein. Hier in die Sitzgruppe? Ja, also dass man nur mal sieht. Also ich sitze jetzt gegenüberliegend. Hast irre viel Platz. Also auch die Stehhöhe ist toll. Ja. Und dann hinten die Ablagen. Wenn du mich noch kurz durchlässt. Hier oben habe ich so Holzfurniere. Ablageflächen über dem Fahrerhaus, indirekt beleuchtet, ein großes Panoramafenster, auch das kann man stufenlos einstellen. Kann man die Sitzgruppe umbauen zum Notbett? Ist das möglich? Ja, genau, das ist jetzt auch neu, dass man das kann, das hat ja auch jeder. Ich hab's eingebaut. Genau, das ist auch wieder eine Option. Aber wenn man kein U-Bett hat, ist das halt eben sinnvoll. Das heißt, der Tisch ist absenkbar. Genau, da ist auch wieder der Hebel nicht montiert. Der Hebel nicht montiert. Das heißt, es gibt auch Leute, die brauchen das nie. Genau. Da brauchen wir gar keinen Hebel dran machen. So, die Luftausströmer sind direkt hier unten im Fußbereich mit drin. Indirekte Beleuchtung überall. Eine sehr offene Küche, das fällt mir direkt auf. Wenn man hier so reingeht, die ist nicht abgetrennt, sondern wenn du dich mal kurz reinstellst. Keine Stolperfalle hier. Keine Stolperfalle, durchgehend. Ja. Und 2,5 Meter Höhe. 2,5 Meter Höhe. Eine Truba Aventa ist über dir, habe ich schon gesehen. Die leiseste Klimaanlage, die es gibt am Markt. Ich komme mal zu dir. Also ein 3-Flammen-Kochfeld, richtig groß. Da passen sogar 3 Töpfe drauf. Dann hier das Waschbecken, mach mal auf. Genau, mit Schneidebrett. Integriert.
hier vorne noch eine Ablage. Dann ist hier jetzt ein Wechselrichter drin bei dem? Ne, bei dem hier auch nicht. Also serienmäßig nicht. Hier sind 12 Steckdosen. Hier hat man so eine Acrylglasscheibe. Große Schränke, natürlich hier ohne Hubbett. Ja, hat man den Platz. Da hat man wirklich Platz jetzt hier, ja. Das ist schon wirklich eine Entscheidung. Also das sollte man sich gut überlegen, ob man das Hubbett braucht. Weil wenn man nur zu zweit unterwegs ist, sich mag. Ja, das ist auch hier mit der Lounge-Sitzgruppe. Wenn man jetzt immer die Sitzgruppe umbauen muss zum Fahren, man sieht ja hinten liegen die Sitze drin, die man benötigt zum Umbauen. Das macht man nicht, wenn man immer mit vier Personen, dann lieber L-Sitzgruppe. So, hier ist der Fernsehbereich. Das ist das Komfort-Ding. Genau, das ist hier das Board Control Panel Luxus, ist hier schon auch in der Serie. Bitte. Da man sieht, also hier kommt die Spannung dann. 6 Volt haben wir. Ne, das hier ist Temperatur gewesen. Ah, 6 und 3 Grad. Genau, ja. Echt so kalt draußen. Ja. Dann haben wir hier Strom und Wasser, Abwasser. Uhrzeit, wieder Truma digitales Bedienelement. Die Uhrzeit ist schief. Einet ready. Ah, die ist wahrscheinlich noch neu, wird eingestellt. So, Truma ist mit drin, digital. Da berichten die Leute immer, sie können es nicht bedienen. Aber es gibt hier Kurse, wie bediene ich die Truma, das elektronische Bedienfeld. Oder ja, ist es halb so wild? Bei der Einweisung dabei und ist ja von allen, hier haben wir die Boardmappe, da ist von jedem Teil eine Bedienungsanleitung drin. Und wenn es doch nicht funktioniert. Der Anlaufstrom von der Truma Aventa ist extrem gering. Der ist noch mal geringer geworden. Licht ist eingebaut. Die Klimaanlage schon praktisch, wenn ich jetzt fest am Platz stehe, irgendwo in Italien. Es wird mal richtig feucht. Das soll ja schon mal vorkommen in Venedig. Und dann kann man sie anmachen zur Entfeuchtung auch klasse. Ja, auch zur Entfeuchtung klasse. Man kann sogar ein bisschen mit heizen, wenn man möchte. Mhm. Ja, also, aber auch nur, wenn man angesteckt ist außen. Ultra großer Kühlschrank, du bist 1,85, der ist so groß wie du. Gut, der geht nicht ganz am Boden, aber ich habe ein großes Gefrierfach, mach mal auf. Und dann unten nochmal so eine Kiste, dass die Kälte nicht ganz rausfliegt dann. Krass, riesig. Die Dusche direkt links daneben. Kann ich hier zumachen, so ein Raumbad? Warte, ich gehe mal kurz hier in den Schlafbereich rein, der richtig groß ist. Sind alle Zusatzpolster, denn auch hier kann ich nämlich die Längsbetten umbauen zum Liegebett. Das sind übrigens, das ist interessant, man kann ja vorne, wenn man noch zwei Leute mitnehmen will, die zwei Gurtplätze anbringen, die in Fahrtrichtung da montiert werden. Und das sind die Sitzflächen dazu. Man muss aber nicht mitnehmen, das heißt, wenn ich nur zu zweit fahre, kann ich es auch zu Hause lassen. Genau, oder halt eben einen, ne, wenn einer noch mitfährt. Ja, hier hat man die doppelte Möglichkeit wieder. Das heißt einmal, dass man hier die Bartür aufmachen kann. Warte. Also einmal die Bartür kannst du aufmachen, genau, und zumachen. Dann habe ich mein Bad. Dann haben wir das Bad. Wenn man jetzt komplett halt eben Badezimmer haben will, macht man hier die zwei Schiebetüren noch zu. Und da ist jetzt sogar nur eine hier. Ist auch stark entkoppelt von der Lautstärke. Hätte ich nicht gedacht. Also als du gerade eben geredet hast, man hat nichts gehört. Mach nochmal zu. So, wenn du jetzt mal normal sprichst. Hallo Sven. Hallo, und jetzt mal draußen rausgehst, mal ganz rausgehst. Was meinst du ganz raus? Ganz raus mal. Ja, dann muss ich zur Tür raus. Zur Tür raus, genau, mach mal. Und die Tür mal zumachst und mal was sagst. Hallo Sven. Ja, man hört dich. Ein kleines bisschen hört man dich noch. Ja, ein ganz kleines bisschen, aber fast gar nicht mehr. Ich wollte nur testen, wenn jetzt einer mal Fernsehen guckt abends und dann beide Türen mal zumacht. Schränke hast du hier noch. Richtiges Badezimmer, man hat zwei. Warte mal kurz, ich zeige mal ganz kurz die Ablagen. Da war ich gerade drauf. Schränke nochmal hier drüber. Natürlich Steckdosen hier drunter. Nochmal Lampen. Und eine zentrale Lichtsteuerung, indirektes Licht nochmal hier. Hier ist die Fenstereinheit, auch verdunkelbar. Und hier nochmal überall nochmal Steckdosen, dass ich hier aufladen kann. Okay, so, jetzt kommt's. Jetzt könnte ich hier also komplett zumachen, auf Toilette gehen zum Beispiel. Habe ich vorne hinten geschlossen. Hier ist die Dusche.
genau. Abgetrennt. Hier ist die Dusche abgetrennt. Auch schön mit dem Schwarz dahinter. Ist hier Licht drin? Mach mal an. Genau, ist auch wieder oben. Auch wieder versteckt. Ich habe es gerade auch wieder auf Anhieb nicht gesehen. Ist das der zweite, wo du das Licht nicht findest? Hier haben wir jede Menge Schalter. Schauen wir mal. Ist alles von hier gesteuert. Ach, ja. Das war bestimmt auch bei dem anderen so, oder? Auf der anderen Seite. Ja, da waren aber nicht so viele Schalter. So, jetzt haben wir das Licht mal. Das ist sehr hell, ne? Das ist echt hell. Ist noch schön hinten hinterleuchtet, ne? Das dahinter. Hier, ja. So indirekt. Ja, wenn du mal reingehst, geh mal rein. Von der Größe. Ja, Schuhe aus. Dann zu. Also du hast gar kein Problem mit 1. Bitte? Mit 1,85 hast du gar kein Problem. Nee, ich hab kein Problem. So, Magnetverschluss. Ja. Ja, hier ist die feste Stange dran. Wie gesagt, kann man das auch super drücken. Das geht noch besser wie eben bei dem. Geht's. Man kann dich gar nicht sehen, weil hier so Milchglas ist. So, wenn dich nochmal bückst und den Leuten zeigst, ja, das geht. Wenn wir jetzt hier runter, ne? Also hier überhaupt kein Problem. Weißt du jetzt nicht. Wenn auch gelenkig ist, ne? Noch so. So, dann das Klo. Da hast du natürlich überhaupt kein Platzproblem jetzt, weil du kannst ja beide Türen offen lassen. Auch wenn du das große Geschäft machst. Da ist das Klopapier drin, genau. Waschbecken. Push-Schränke. Haben sie riesengroßen Aufkleber Push gemacht, damit die Leute auf der Messe die nicht rausreißen. Ja, da waren wirklich fast alle kaputt auf der Messe, weil die Leute dran gezogen haben, statt gepusht. Großer Spiegel. Cool. Dampfputzgrätsche schon hier dabei. Ja, ich kann so langsam verstehen, dass die Leute den Grundriss ganz cool finden. Da sind dann nochmal, da ist das Bett. Warte, ich gehe mal gerade in die Dusche oder ins Klo rein. Wenn du mal gerade in die Dusche gehst, machen wir mal einen kleinen Ringtausch. Dann kannst du mal nach vorne gehen und geh mal aufs Bett drauf. Kannst du mir mal die Bettenmaßen gleich mal sagen. Du bist 1,85. Das sieht jetzt ein bisschen kleiner aus wie eben. Von der Länge her. Weil das Thema Schlafen ist ja für viele großes Thema im Wohnmobil. Auch doch. Doch, ich bin optische Täuschung. Das geht hier so ein. Ist so ein bisschen konisch zugeschnitten. Ja, wir sind hier im T7051 EBL und da ist hinten 2,5 x 1,85 und 2,10 x 1,95. Und wenn man das zur Liegewiese macht, sind es 2,10 x 1,90 dann quer. 2,10 x 1,90, also könnten auch drei Personen oder ein Kind könnte drauf. Hier ist übrigens die Liegewiese schon angedeutet mit der Leiter. Die kann man aber auch demontieren, aber schon viel Platz. Genau. Auch nochmal Schränke hier. Die gehen sogar ums Eck. Hier oben wieder. Ja, ich habe es eben schon gezeigt. Ja. Steckdosen. Genau. USB. 230 und USB, ja. Und hier? Zwei kleine Schränkchen. Genau. Das Ganze auch noch spiegelverkehrt. So, dann geht's noch weiter. Hier hast du noch, wenn die Leiter mal rausnimmst. Ja, geht besser, wenn ich draußen bin. So, und dann kann ich hier erweitern. Polster rein. Dann habe ich die Liegefläche erweitert. Komplett. So, und dann macht die Leiter nämlich auch Sinn. Und komm noch mal runter, mach noch mal auf bitte. Noch mal zurückbauen. Ja. Dann zeigen wir gerade, da sind nämlich noch jede Menge Schränke drunter, die ganz spannend sind. So. So, da ist einer. Ah, hier. Die ganzen Sachen drauf. Hier hat es einen Vorteil. Hier kann ich den hochklappen, hier komme ich dann oben dran. Das ist natürlich sehr praktisch. Bei dem jetzt nicht. Ja, bei dem nicht, aber bei dem anderen. Ist nur die eine Seite. Ja. So, das heißt, hier komme ich aber trotzdem ran mit dem Schrank. Raum um. Das muss man nämlich einmal zeigen, weil die eine Seite geht hoch, sodass ich
hier, oh ja, der ist sehr breit, der Kleiderschrank. Ist ultra breit. Wenn du mal gerade mit deiner Hand mal so drüber fährst mit beiden, mal die Breite mal zeigst. Weil man kann sich so im Weitwinkel, das sind DIN A4-Blatt, gell? Also 30 cm locker, 1 Meter breit und riesengroß. Und ich komme von oben dran und kann hier nochmal die Tür öffnen. Genau, hier kann man die Kleider dranhängen. Ne? Gut. Und hier habe ich dann nochmal Schränke. Gut, aber der ist sehr breit, der Kleiderschrank. Da ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Genau, hier ist ein bisschen weniger, weil hier ist der Wassertank. Das ist der Wassertank. Genau, deswegen haben wir es auch nicht klappbar gemacht, weil es gar nicht so groß ist. Okay, verstanden. Gut, dann gehen wir mal raus. Hier ist jetzt die Tür. Ich gehe schon mal vor. Das ist die Truma Aventa. Da oben ist er. Hier ist die Küche auf der linken Seite mit dem Block. Alle Schränke mal geöffnet gerade. Schon mal reingucken kann. Und dann der Wohnraum ebenerdig bis hinten durch. Großes Bedienpanel. Und die Face-to-Face gegenüberliegende Sitzgruppe. Gut. Schränke in der Küche. Schränke in der Küche? Ach, unten die zwei, genau. Ja, die haben wir noch nicht gezeigt. Gasabsperrhahn da drin. Hier noch ein bisschen kleine Schränkchen. Regal, genau. Und hier die drei Schubladen. Cool. So, und hier vorne sieht man im Stud runter, jeweils linke, rechte Seite versteckt sich dann der vollwertige Sitz, den ich dann ergänzen kann. Also insgesamt 4 Sitzplätze, die man aber nicht montieren braucht, wenn man eh nur zu zweit unterwegs ist. Dann braucht man sie gar nicht. Ansonsten kann ich 2 nachrüsten. Und genau, hier also sehr variabel hier. Ne? Also man kann umbauen zum Fahren oder nur zum Sitzen. Kann das machen. Genau, können wir mal gerade die Ausstattung zeigen hier oder Preis. Ne, Serienausstattung. Genau, das ist ein bisschen schnell, wenn du nochmal zurück machst. Ja. Für alle Freunde des Standbildes. Und das ist jetzt bei dem hier. Genau, das ist genau das Fahrzeug. Warte, ganz unten. Genau, wenn du nochmal kurz zurück machst. Ich kann immer nur einen Teil machen. Da ist es. Okay. Dann oben. Das ist Heizung, Klima. Ich schreibe es aber nochmal in die Beschreibung nochmal rein. Das ist das Fahrgestell. Genau, und hier kommt jetzt die Sonderausstattung von dem Fahrzeug, wie es genau hier steht. So. Gewählte Sonderausstattung kann ersetzen. Also 81.139 €. Und da macht es natürlich mit 16% richtig viel Spaß. Ja. So, warte mal kurz. Mal gerade einmal drauf schwenken. Genau, wenn du mal kurz rauskommst, ja, das mitnimmst. Ein bisschen heller. Dann zeige ich nochmal gerade das Gesamtfahrzeug. Das Modell heißt jetzt wie? Puls Classic 90 Jahre Edition. Und T, die haben immer so eine T-Bezeichnung. Ja, also das hier ist die 90-Jahre-Ausstattung, die immer inkludiert ist. Und dann haben wir die Grundrisse auf der Seite hier. Und der heißt jetzt wie, genau, der Grundriss? Wir waren in dem T7051 EBL. T7051 EBL, da ist es. So, und das sind nochmal die technischen Daten, aber ich schreibe es nochmal rein. 7051 EBL, Grundpreis ab 61.499 mit 19% Mehrwertsteuer. So. Genau, ja, das war jetzt der EB, genau, EBL 62.399. Ja, wir sind bei Trendfahrzeugen in Wittlich. Vielen Dank, Marco, für deine Zeit, dass wir das Ganze mal gezeigt haben. Denn Hümer war ja nicht auf dem Caravan-Salon. Deswegen sind wir jetzt noch immer noch am Hinterherhinken, was die ganzen Fahrzeuge angeht. Aber so langsam schaffen wir es bei Hümer. Genau, danke dir auch, Sven. Danke. So, jetzt. Und wir gehen jetzt rein und wärmen uns ein bisschen auf. Genau. Einen schönen warmen Kaffee. Guck mal gerade, 25. November 2020. Tschüss.